Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 238. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jeden Tag aus deinem Wort leben dürfen. Dass es nicht leer zurückkehrt, sondern ausführt, wozu du es gesandt hast. Wenn unsere Herzen offen sind. Und danke, dass du mit deinem Geist an und in uns wirken möchtest. Danke, dass dein Plan auch für unseren heutigen Tag vollkommen und gerecht und gut ist. Und danke, dass du durch dein Wort heute in unser Leben hineinsprechen möchtest. Gib, dass wir es wirklich verstehen und darauf achten, um es heute an diesem Tag umzusetzen. Das bitten wir im Namen Jesu, der für uns betet. Amen. Wir sind in 5. Mose, Kapitel 32, im Lied des Mose, Vers 6. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Es ist sehr dumm, wenn wir unserem Vater im Himmel, der unser Schöpfer ist, nicht Dankbarkeit entgegenbringen für all das, was er schon alles in unserem Leben getan hat. Denke an die Tage der Vorzeit. Achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frage deinen Vater, der wird dir es verkünden. Deine Alten, die werden dir es sagen. Als der Allerhöchste den Heiden ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Gott fordert uns auf, zurückzuschauen, auch in die Geschichte. Wir werden erleben, dass Gott Herr der Geschichte ist und dass er die Geschichte so gelenkt hat, dass es zum Guten für sein Volk gewesen ist. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Liebe Freunde, liebe Freundin, Gott möchte dich heute an diesem Tag behüten wie seinen Augapfel. Du bist kostbar. Du bist wertvoll, ganz egal in welcher schwierigen Situation du dich auch befinden magst. Gott möchte für dich da sein. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Gott sorgt für uns. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn über die Höhen der Erde fahren und er aß vom Ertrag der Felder. Er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein, Butter von den Kühen und Milch von den Schafen, samt dem Fett der Lämmer und Witter von den Söhnen Baschans und Böcke, samt dem allerbesten Weizen und du trankst Traubenblut, feurigen Wein. Gott hatte Israel poetisch gesprochen hier in der Wüste gefunden, hatte sie ja die ganze Zeit schon geführt und er führte sie in ein Land, das reich war an Segnungen. So wie Gott uns in schwierigen Situationen findet, obwohl er uns die ganze Zeit schon weiß, wo wir sind und uns führt und uns führen möchte und uns dann erlöst und uns zu großen Segnungen bringt und uns reich segnet. Ich denke, auch du hast schon erlebt, wie großartig der Segen Gottes sein kann. Da wurde Jeschurun fett und schlug aus, du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, den geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. Wie oft geschieht es, dass nachdem wir den Segen Gottes erlebt haben, nachdem wir so viel Gutes erfahren haben, dass wir dann anfangen, uns gegen Gott zu stellen, uns von ihm abzuwenden, weil uns seine Gebote nicht mehr passen, weil wir denken, dass all der Segen uns rechtmäßig zukommt und wir die Gnade Gottes nicht mehr sehen, dass all das, was er für uns getan hat, seine Gnade ist und sein Verdienst. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter, durch Greuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Wer sich gegen Gott wendet, gegen ihn rebelliert und Götzendienst betreibt, in welcher Form auch immer, der dient eigentlich den Dämonen, der dient der falschen Seite, der dient den Rebellen, die schon im Himmel gegen Gott rebelliert haben, der dient dem Satan und seinen Anhängern. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Als der Herr es sah, verwarf er sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Könnt ihr Jesaja 59 einen Vers finden, der zeigt,
was zu diesem Verbergen des Angesichtes führt. Ich will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen. Gott sagt hier schon voraus, dass er auch die Heiden für sich gewinnen möchte. Der Paulus verwendet später solche Verse im Neuen Testament sehr deutlich. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet. Der wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinabbrennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Ich will Unheil über sie häufen. Ich will meine Pfeile gegen sie abschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten und von der Pest aufgezehrt werden und von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. Draußen soll das Schwert sie der Kinder berauben und in den Kammern der Schrecken den jungen Mann wie die Jungfrau, den Säugling mitsamt dem alten Mann. Ich hätte gesagt, ich will sie wegblasen, will ihr Gedenken unter den Menschen ausrotten. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, bitte bewahre uns davor, dass wenn wir gesegnet worden sind durch dich, wenn wir deinen Geist in unserem Herzen erlebt haben, wenn wir gefühlt und gemerkt haben, wie du uns mit deinem Geist erfüllst, wenn wir sehen, wie sehr du uns erlöst hast und wie du uns gerettet hast aus vielen Situationen, dass wir dann von dir wieder abweichen, dass wir dich vergessen. Herr, bitte bewahre uns so sehr davor, dass wir nicht auf die falsche Seite uns stellen, dass wir nicht gegen dich kämpfen, sondern dass wir bei dir bleiben aus Dankbarkeit für all das, was du für uns getan hast. Das bitten wir im Namen Jesu.